Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute ein bisschen meinen Vulpira weiterleveln. Der ist mittlerweile gut erholt und zwar auch auf Stufe 79. Und ja, bevor wir jetzt quasi einmal rübergehen nach Mist of Pandaria, um da ein paar Schätze aufzumachen, habe ich mir überlegt, ja, das eine Level müssen wir noch machen, das werde ich jetzt über Burning Crusade Dungeons machen, denn ich will am besten nicht nochmal hier in Ausmerzen von Stratholm reinkommen. Da bin ich ja das letzte Mal reingekommen, instant geliefert, weil ich weiß, die Instanz ist ein Timesink ohne Ende und du kriegst halt kaum EP, ne? Um das zu vermeiden, dachte ich mir, komm, queuen wir jetzt einmal hier Burning Crusade rein als Tank. Mal gucken, ob wir hier einen schnellen Invite kriegen. Achso, mir fällt gerade ein, wenn irgendeiner mitleveln will, ne, sagt ihr Bescheid, könnt ihr gerne mitmachen. Noch bin ich quasi 79 und dementsprechend, ja, müsstet ihr halt irgendwas zwischen 60 und 80 sein, ne, dass das geht. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich hier noch irgendwelche Quests habe. Also hier haben wir noch irgendwelche Seelen. Hier müssen wir irgendwelche Runen noch holen. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Molok, du, hey, ich grüße dich. Ich glaube, ich mache das hier, diese Runen, ne, das mit den Seelen absaugen, ist mir ein bisschen nervig. Machen wir hier noch ein paar Quests, bis ein Proc kommt. Ich hoffe ja, so eine Instanz, wenn die ordentlich Quests hat, müsste die mich eigentlich auf 80 bringen. Und dann können wir auch schon loslegen, ne? Und dann können wir nämlich quasi hier ein bisschen diese Bonus-Objekte aufsammeln. Und die bringen nämlich tatsächlich relativ viel Ruf, beziehungsweise nicht Ruf, sondern relativ viel EP. Weil ich ja auch noch jetzt erholt bin. Ne? Deswegen habe ich extra eine Woche gewartet, weil ich mir dachte, komm, hier, wenn wir noch erholt sind, dann ist es noch ein Stück besser. Achso, hier müssen wir die Viecher töten, sonst kriegen wir die Items ja nicht. Schauen wir mal, welche wir alle umboxen müssen. Nehmen wir mal die hier mit. Und die hier und die hier und die hier. Komischerweise werden sie mir gar nicht als Quest-Mobs angezeigt. Ich hoffe, dass die das trotzdem droppen. Ich kenne nämlich diese Quests immer nur von der Allianz-Seite tatsächlich. Und da musst du die Mobs außenrum töten und dann die Portale deaktivieren. Ich schätze, das müsste hier genauso funktionieren, aber das werden wir gleich sehen. So, dann kriegen wir hier die Teile. Ah, perfekt, die droppen hier auch, aber nur zwei Stück. Bisschen wenig, tatsächlich. Naja, mal gucken. Jetzt kommt halt so ein bisschen die härteste Phase, ne? Sobald du auf Stufe 80 bist, da zieht sich dann teilweise wie so ein bisschen Kaugummi. Von 80 auf 90 ist man tatsächlich immer ein bisschen unterwegs. Aber ich kriege auch relativ viel EP für einen Mobkill, ne? Also da kannst du nichts sagen. Jetzt muss ich bloß gucken, dass wir so viele Mobs wie möglich zusammenziehen hier. Am besten soll ich ein Bodenreittier nehmen. Den können wir noch mitnehmen. Na, wenn ich dir dahinter ziehe, dann resetten die mir, oder? Oh, das ist ein Elite-Mob. Kriege ich den mitgekillt? Müsste gehen, oder? Ah, shit, die ersten resetten. Ja, okay. Da habe ich sie zu weit gezogen. Killen wir den mal. Vielleicht bringt er ja ordentlich EP, weil er Elite ist. Achso, vielleicht als DK, dessen Decay wäre so eine Idee. Was hat er jetzt gebracht? Naja, der hat jetzt auch nicht sonderlich viel EP gebracht. Naja, aber vielleicht droppt er ja zumindest so einen Runenteil. Aber so vom Schaden kann ich mir jetzt nicht beschweren. Habe jetzt einigermaßen okayes Gear, ne? Das Account-Zeug habe ich ja eh an, aber das andere alles aus Dungeons. Okay, da haben wir nochmal drei Stück bekommen. Das sieht ja schon mal gut aus. Ich glaube, insgesamt brauche ich 8 Stück von den Teilen. Halt, warte mal, den nehmen wir noch mit. Und das Teufelseisenerz, das könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Ich habe mir ja jetzt letztens mit dem anderen Char ewig viel von den Erzen hier gefarmt, vor allem auch Corium, weil ich da einiges für Berufe gecraftet habe. Hätte ich eigentlich, wenn ich so überlege, auch mit dem farmen können, weil der hat ja auch Bergbau, dann hätte ich auch noch EP da zusätzlich gekriegt. Gut, ich hätte wahrscheinlich die Mobs immer bekämpfen müssen, die rumstehen. Also es hätte wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Aber zumindest hätte es noch EP gebracht, ne? Das wäre natürlich auch was gewesen. Man könnte bestimmt auch leveln, indem man einfach immer einen Haufen Mobs zusammenzieht und die wegliegt, weil so schlecht EP ist das tatsächlich nicht, die man kriegt. Also hier, ich muss das gar nicht kombinieren. Ach. 8 Stück haben wir, wunderbar, habe ich richtig in Erinnerung gehabt. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich bald eine Q kriege. Oh, das ist komisch. Wir haben einen Tank, das bin ich, einen Heiler haben wir, ne? Aber es fehlen 3 DDs, das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, ja gut, ne? Sonst beschweren sich die DDs immer, dass immer nur Heiler und Tanks diese Säcke kriegen, diese extra Belohnung. Aber anscheinend werden gerade DDs gesucht, tatsächlich. Ist ja interessant.
Ach shit, jetzt habe ich hier nochmal eine geedit. Ich hätte gar nicht so viele Mobs killen brauchen, ne, wenn ich das hier so sehe. So, jetzt aber. Ja gut. 1400 für einen Mob kriege ich, ne? Da musst du gar nicht so viele killen. Okay, die können wir abgeben gehen. Dann muss ich mal schauen, ob ich vielleicht hier rüber noch gehe. Die Zeppelin-Trümmerteile, dieses Auge. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal nicht gefunden, wo das war. Vielleicht mache ich dann eher die Quest hier mit den Splittern. Dass ich darüber gehe. Welche Brust nehmen wir denn? Nehmen wir den Kopf mit. Noch eine Quest. Ach so, jetzt müssen wir bomben. Ja gut, fliegen wir eine Runde, oder? Müssen wir den anquatschen, schätze ich mal. Hoffe, das war jetzt der Richtige. Ich glaube, das war der falsche, oder? Oder? Nee? Ich habe das letzte Mal auch schon gedacht, ich habe so eine Quest und dann bin ich irgendwie hier zu einem anderen Stützpunkt geflogen, weil ich das nicht wirklich angeguckt habe, wo er mich denn hinfliegen möchte. Das war dann ein bisschen suboptimal. Aber das scheint die richtige zu sein, ja. Also wir müssen hier die beiden Dinger wegbomben. Was kriegen wir denn für die Quest? Naja, 26k. Ist okay. Ist okay. Hauptsache, dass wir hier mal fertig sind. Ich bin im Überlegen, oder? Dass ich Wortel Q, vielleicht geht das ja schneller, ne? Oder jetzt haben wir zumindest dort zwei DDs. Einer fehlt noch. Na, komm. Warte mal, hat das nicht gezählt? Ich habe das da genau reingeworfen. Hier. Doch, jetzt hat's gezählt. Okay, vielleicht war es ein bisschen zu sehr am Rand. So, ein DD noch hier. Wenn ihr einen Char habt, ne, zwischen 16 und 80, queut euch rein. Dann kriegen wir schnell einen Invite. So, jetzt können wir eigentlich hier drauf drücken. Dann fliegt er manchmal fixer zurück. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier nochmal 10 Runden dreht, bevor wir landen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Hier, da müssen wir auch irgendwie so Seelen. Ich frage mich, wie man die retten muss. Muss man die anklicken? Das Problem ist, mit der Horde habe ich kaum die Quests hier gemacht, ne? Deswegen bin ich da immer so ein bisschen überfragt tatsächlich. Ah, ich glaube, wir probieren die einfach. So schwierig wird es ja nicht sein. Die anderen Sachen schicken mich quasi weiter. Die werden wir dann nicht machen. Aber theoretisch kann ich auch in die Zangarmarschen rübergehen. Da haben wir auch noch eine Quest, dass wir hin müssen. Lieber wäre mir halt irgendwo so ein Quest-Tab. Komm, nehmen wir diesmal die Brust. Ich brauche wir sie eh nicht. Wo ich so ein bisschen mehr Quests auf einmal hätte. Okay, hier müssen wir nach dreimal. Und das ist mit den Peons. Ah, das ist die, wo du alles wegbomben musst, ne? Ja, machen wir die Wegbomb-Quest. Die ist auch immer ganz lustig. Aber du fliegst hier halt echt immer ein bisschen lang rum. Eigentlich könnte ich auch mal gucken, ob der Mob da oben da ist. Und zwar steht da ein Raid-Boss. Ah, super, jetzt kriegen wir natürlich einen Invite. Das verbuggt das wahrscheinlich wieder. Müssen wir mal gucken. Ich müsste auch jetzt relativ viel für ein Erz und ein Kraut bekommen, ne? Ich habe ja extra mit dem Kräuterkunde. Oh, TDM. Okay. Interessant. Zumindest ein paar Quests. Ich glaube, ich war beim Level noch nie in Interesse der Magister tatsächlich. Interessant. Mal schauen, was ich. Obwohl, doch, ich bin hier schon mal drin gewesen. Aber es war ein Riesendesaster. Normalerweise. Normalerweise machst du hier den. Also, ich habe hier damals die Innie off gemacht. Normalerweise machst du. Und auch einen Timewalker machst du off. Normalerweise pullst du die kompletten Mobs hier hinter die Ecke. Dass die alle zusammenkommen, ne? Aber. Da Leute halt ein bisschen gammelig sind. Schau mal, wie lange die jetzt auch wieder brauchen. Ich habe ja auch die Quests angenommen. Wir sind immer noch nicht alle da. Ich habe halt immer noch keinen Heiler. Muss ich Def-CD ziehen? Weiß gar nicht. Also, wenn, dann haben die Leute immer so lange einen Ladebalken. Oder die gehen AFK, nachdem sie den auf den Invite-Button gedrückt haben. So, jetzt kommt der letzte. Da kämpfe ich schon eine Minute hier. Keine Ahnung. Das ist als Tank immer sehr ernüchternd. Wenn du am Anfang gleich lostigerst und dann immer alleine dastehst, ne? Ich glaube, ich mache das mit denen mal langsam, weil ich den Heiler jetzt nicht so hundertprozentig einschätzen kann und das wahrscheinlich sonst einfach nur in die Hose geht. Ja, okay. Das sind so Leute, die Mobs tot gucken. Naja, komm, hier, bleib stehen. Wieder ein bisschen ranlaufen. Wieder stehen bleiben. Wieder ein bisschen ranlaufen. Oft werden dann die da drüben geedit. Das habe ich auch schon. Weil dann die Leute irgendwie mittig durchlaufen und dann alles mitnehmen. Ne, was nicht bei Reifenbaum ist. Mal schauen, wie die das machen. Na? Na? Eieiei, ist jeder vorbeigekommen. Was ist denn da los? Gut, also ich muss die eigentlich gar nicht hinter die Dings ziehen, weil ich ja eh den Mass Grip hab.
Also müssen wir solche Späße hier gar nicht an. Obwohl, der Mars-Grip wäre wahrscheinlich drin besser gewesen, ne? Fällt mir gerade ein. Das war jetzt eigentlich dumm. Weil Mars-Grip 2 Minuten Cooldown hat. Der wäre eigentlich da drin cooler gewesen, weil da sind ewig viele Mobs, die man da so um die Ecke rumziehen muss. Und hier verkacken es oft die Leute, wenn sie reinlaufen, laufen nicht da rein. Dann geht nämlich die Tür zu, wenn du den Boss pullst. Da kannst du dir schnell die Instanz. Achso, er schmeißt hier instant sein Dings auf hier. Sein Link-Totem. War ein bisschen unnötig, oder? Also ich bin komplett voll. Die anderen sind komplett voll. Wenn er sich verklickt oder er hat das ein bisschen zu heavy eingeschätzt. So, warte mal, die ziehen wir jetzt auch. Die ich jetzt auch hier rum. Na super, er musste natürlich da reinheilen. Deswegen wäre der Mars Grip hier gut gewesen. Ja, stimmt, der Schaden ist jetzt auch nicht so krass von den Leuten, ne? Ja, aber egal. Also, solange sie das Dungeon nicht verbacken, ne, ist alles gut. So. Hier musst du echt gucken, dass alle drin sind, bevor der Boss gibt. Ja, komm, lauf doch rein. Komm. Tu mir den Gefallen. Perfekt. Und dann geht halt hier sofort die Wand zu. Und dann ist halt Feierabend, wenn du da zu weit vorläufst. Hast alle Rezepte von Schmiedekunst? Ja, bis auf ein einziges, was mir noch fehlt. Und zwar ist es das, was random in komplett Classic droppt. Das fehlt mir tatsächlich noch. Eigentlich musst du den Kristall töten. Der Worry macht's hier schon richtig. Ups. Das muss ich mir noch farmen, dieses eine Rezept. Aber ich habe heute quasi mein Gold investiert und alle Rezepte mal hergestellt, ne? Das hat irgendwie 2 Stunden gedauert. Und ja. Haufen Gold hat mich das gekostet, aber jetzt habe ich die ganzen Transmog-Vorlagen. Das war mir mal wichtig, dass ich das weg habe. Das kann ich nicht nochmal interrupten hier. Wir sind halt eine Gruppe, ne? Aus 2 Melees, die instant interrupten können. Ich glaube, der Shami hat ja auch einen Interrupt. Ich habe einen Interrupt. Der Einzige, der die Interrupt zurück, bin ich hier. Es ist ja auch sogar, ne? Es ist ja nicht nur ein Cast, der Schaden macht, sondern der ihn wieder hochheilt. Also es leecht ihn aktiv hoch. Die Leute interrupten halt nicht. Achso, warte mal, hier gibt es irgendwo den Dude, wo man die Quest abgeben kann. Da ist er. Weiß nicht, ob ich die hier alle zusammenpullen kann. Oh, war ja, das gibt massiv Damage. Aber meine richtig dicke Heilung gezogen hast du das. Warte mal, haben die nicht eigentlich einen Buff gebracht? Wenn du die getötet hast, haben die doch einen Buff gebracht. Ah, okay, anscheinend ist das nur im HC so. Schade. Eigentlich hast du hier einen Buff gekriegt, soweit ich das weiß. Für jeden Mana-Wurm gab es irgendwie 1% mehr Schaden oder so. Und hier gibt es auch was Cooles, das einen Haufen mehr rein damaged. Wenn du weißt wie. Hier diese Funken. Ah, okay, im NHC ist auch nur ein Funke. Da jetzt habe ich schon 2 Stacks hier. Hier gleich mal. Ah, fuck, jetzt hat wer anders den Funken gemacht. Besten lässt du einen den Funken machen. Dann kannst du den Buff übelst hochstacken. Ah, shit, jetzt haben die anderen. Nice, jetzt habe ich nochmal einen Stack. Okay, nächstes Quest-Item. Das grüne Feuer vom Hexenmeister. Ja, das kriegst du auch noch auf 120. Du musst halt, du brauchst so einen Gesundheit, also du brauchst einen Gesundheitsstein und so ein Item, was du von der Insel des Donners kriegst. Das Video kennen wir schon. Wollen wir nicht angucken. Jetzt müsste hier irgendwo der Drache runterkommen. War das irgendwie, ist doch da so ein Drache rangekommen, da wo du die Quest abgeben kannst, aber ich wahrscheinlich muss jetzt da noch ein bisschen warten. Wer denn? Hier muss der eigentlich sein. Vielleicht musst du warten, bis das Video durch wäre.
Nee, was ich sagen wollte, du brauchst da so ein Item von der Insel des Donners, das kann bei den ganzen Rares droppen, kriegst du nur als Hexenmeister. Und wenn du ein GS und das kombinierst, dann kriegst du die Quest oder so ein Item, wo du die Quest startest. Und dann musst du halt ein paar Sachen machen dafür. Unter anderem am Ende musst du in Black Temple rein und so. Okay, irgendwie kann ich das hier nicht abgeben, keine Ahnung. Oder es wird vielleicht einfach falsch angezeigt hier. Normalerweise kommt dann der Drache runter und du kannst die Quest hier abgeben. Du, das ist lange her, wo ich die gemacht habe, aber ich glaube, das war, also es war schon ein bisschen was, aber gut, mit 120 prügelst du halt übelst instant durch, ne? Also. Schätze ich jetzt mal nicht, dass das so übertrieben lang dauert. Ist der jetzt da? Nee. Also ich meine, da ist dann so ein Drachen runtergekommen und du konntest die Quest abgeben. Naja. Du kannst aber dieses Item auch im Auktionshaus kaufen. Also ich habe das auch eine Weile mal immer im AH gehabt, weil das hat gut Gold gebracht. Ne? Du hast deinen Char da hingestellt, die Rares umgehauen, ab und an hast du so ein GS-Item gekriegt und dann konntest du es für 30, 40k ins AH stellen. Ne? Und das haben Hexer gekauft, weil sie keinen Bock haben, das halt selber zu farmen. So, hier ist es genauso. Hier kannst du eigentlich auch alle Mobs zusammenziehen. Und die. Also ich mache eigentlich den Pull immer hier. In der Mitte, also die nicht pullen hier vorbei und dann hinten die Dings. Aber das Problem ist, das klappt halt in den seltensten. Also. Weil wenn die Leute gut sind, klappt das, aber wenn die Leute halt Gammler sind, dann klappt das halt nicht. Weil sie dann nicht mitlaufen oder die komplette Mitte pullen und deswegen bin ich zu übergegangen, dass ich die sinnvollen Pulls sein lasse und dass ich es halt im Slow-Motion-Modus mache. Das ist teilweise safer. Haben wir da hinten noch ein paar. Fuck, ich bin betört. Jetzt müssen sie den eigentlich interrupten. Sonst drehen halt alle durch. Ja, aber ich denke mal, mit einem Max-Level-Char müsstest du da ziemlich schnell durch sein, tatsächlich. Damals war im Burning, also im Burning Crusade, nee, es war ja nicht im Burning Crusade, aber in Mist of Pandaria, wenn dein Hexenmeister nicht so gut equipped war, war am Ende das schon relativ knackig, weil du hast dann so eine Art Szenario, ne, im Schwarzen Tempel. Und ja, da habe ich auch tatsächlich ein paar Tries gebraucht, bis ich. Ich meine, du hast da auch gegen Illidan irgendwie gekämpft, bis ich den Down gekriegt habe, weil mein Char halt ziemlich mistig equipped war. Du kannst dann, wenn du dieses Feuer freigeschalten hast, kannst du es halt immer an- und ausschalten, ne, bei so einem NPC. Also grün und das normale rote. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Also das ist ein echt cooles Feature, was sie da reingebaut haben. Und sowas würde ich mir wieder öfter wünschen, dass sie sowas machen. Was ein Chaos Bolt und Dead. Ja, Chaos Bolt haut einen Haufen Schaden raus, definitiv. Hier musst du am besten immer interrupten. Und, weißt du, wir haben einen Shami. Warum stellt er kein Anti-4-Ding? Verstehe ich halt nicht. Weil das Beschissenste, was hier passiert, dass du in die anderen Mobs außen reingeführt wirst. Wir haben sie jetzt nicht alle weggemacht. Weil ich mir denke, eigentlich müsste das so auch gehen. Vor allem musst du halt hier immer die Heiler interrupten. Das heilt die halt schon ganz schön gut hoch. Hier, den hier zum Beispiel. Ich habe meinen Interrupt raus und dann mal gestunt. Jetzt habe ich den nächsten Interrupt wieder. Okay. Die kannst du halt auch nicht tanken, die Mobs, ne? Die greifen halt alles an. Das ist halt so ein PvP-Encounter quasi. Fuck, da kommt nochmal der 4 durch. Jetzt hoffe ich, werde ich nicht in die Mobs reingeführt. Perfekt. Gut. Ja, danach müsste ich eigentlich Level Up sein. Das sieht ganz gut aus. Aber mein Erholt-Balken ist schon fast wieder weg, ne? Ich habe ihn jetzt eine ganze Woche extra stehen lassen, den Char, dass ich auf jeden Fall erholt bin. Aber ja gut, ne? Hier kannst du theoretisch den Dialog von dem Boss überspringen. Wenn du ihn schnell genug pullst, nachdem du hier den. Also, wenn noch nicht alle Trash down ist, kannst du den Boss instant pullen.
Das werde ich jetzt auch machen. Es sind alle drin. Kannst du nämlich einige sparen. Okay, jetzt muss ich los. Jetzt kannst du den Boss hier pullen. Wenn nämlich der Trash stirbt, dann ist nämlich Feierabend. So ein kleiner Tipp, weil der labert, also Keltas, ne? Wenn es einen Award geben würde fürs längste Rumgelaber, dann ist Keltas auf jeden Fall ziemlich weit vorne, wenn nicht sogar auf dem ersten Platz. Das sind halt so die Tricks. Damals habe ich hier halt das Mount gefarmt. Ne? Hier gibt es diesen Falkenschreiter. Und wenn du hier mal 50, 60, 70, 80 Mal drin warst, dann versuchst du jede quasi überflüssige Zeit zu sparen. Das macht dann schon viel. Ich glaube, der Typ labert 2 Minuten oder so. Ne? Also ist nicht, dass er da kurz labert, sondern der hat da einen relativ langen Monolog drauf. Aber er haut auch gut rein. Ne? Also Anti-Magic draufhauen. Was im First Try im Time Walk hast du denn gekriegt? Das ist natürlich nice. Also ich habe jetzt hier nicht 200, 300 Tries gebraucht, also nicht übertrieben lang, aber das waren doch schon einige. Und damals, als ich das gefarmt habe, war jetzt noch nicht alles so easy One-Shot. Okay, der Warrior killt sich gerade. Ja, nice. Experten-Dude. Warte mal, ich habe doch einen Battle Rats mittlerweile, oder? Habe ich ihn rausgezogen? Wahrscheinlich nicht. Sag ich mal. Irgendwie so, irgendwas so Untote erwecken oder so. Warte mal, wir haben doch da irgendwas. Hier, Untote kontrollieren, Verbündete erwecken. Ja, vielleicht soll ich da selber jetzt rausgehen. So, jetzt haben wir den mal geratzt. Okay, will er mitkämpfen? Der labert ja am Ende auch nochmal so lang. Der Typ. Dann kannst du ihn wieder nicht looten, ne? Der Typ labert am Anfang ewig, der labert, wenn er tot ist, ewig, der labert immer ewig, der Typ. Im FDS ist ja das Gleiche. Na gut, es ging jetzt sogar, ne? Also es war jetzt nicht so lang, wie ich dachte. Ich hatte das irgendwie länger in Erinnerung. So, jetzt schauen wir mal, was wir da für Quests abgeben können. Ich vermute, dass die eine hier nicht. Ja, schau da, die eine ist nicht dabei. Ich laufe jetzt mal nochmal zurück und guck mal, ob man die da irgendwie noch abgeben kann, weil das wird da draußen angezeigt, ne? Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Stufe 80 sind wir jetzt auf jeden Fall. Jetzt würde ich einfach sagen, dass ich nach MOP gehe, beziehungsweise jetzt halt MOP, Cutter Instanzen Queue. Ja, gut, mein ganzer Erholbonus, ne, ist eigentlich ziemlich für die Katz. Der ist halt jetzt schon fast wieder weg. Also das hat jetzt nicht so viel gebracht, tatsächlich. Mein Plan war ja prinzipiell, dass ich vollen EP Erholt-Bonus reinknall und dann die ganzen Geschichten in MOP aufmache und richtig, richtig viel EP bekomme. Ja, stimmt, das habe ich auch schon gehört. Keltas soll in Shadowlands wiederkommen. Mal gucken. Weil Keltas war so ein bisschen schon der Running Gag. Das ist der Boss, der irgendwie jedes Mal wiederkommt. Und jetzt in Shadowlands, ne, nach so vielen Jahren. Du hast ihn ja in FDS umgehauen. Dann steht er hier wieder dran, der Dude. So ein Stehaufmännchen ist das quasi. Ach, schau mal, jetzt ist er da, der Kalegos. Wie lange hat denn der gebraucht? Ja, genau. Und jetzt kriege ich die Quest, hier den Endboss umzuhauen. Ablehnen. Hey, vielen, vielen Dank fürs Subscriben. Ghost Dommy. Grüße gehen raus an der Stelle. Wie versprochen. Ja, danke dir. Okay, die Quest kann ich jetzt knicken, ne? Aber ich habe hier ewig gewartet, bin nochmal zurückgelaufen. Er war nicht dran gestanden, der Kalegos. Keine Ahnung. Ja gut, jetzt können wir jetzt hier irgendwie absteigen von dem Gaul? Ne, kommen wir nicht. Also jetzt können wir queuen. Also ich kann jetzt theoretisch sogar noch Burning Crusade queuen. Aber ich würde jetzt sagen, was machen wir denn so? Ich queue mal Cataclysm. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Ja, ich weiß, ich habe das aber schon mal leise gestellt, ne? Also, ich habe das schon mal kalibriert tatsächlich. Vielleicht muss ich es noch leiser stellen, hä? Vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob das jetzt hier noch EP bringt, so lang. Ich könnte jetzt hier. Bisschen EP würde das nur bringen, ne? Solange ich nicht über 80, über 81 bin. Ja gut, vielleicht kann ich eigentlich auch danach erst rüber gehen. Wird sich eigentlich gleich bleiben. Jetzt geben wir erstmal die eine Quest noch ab.
Sagt er eigentlich zu meinem Transmog hier? Passt zumindest zum Vulpera, ne? Das ist hier von der BlizzCon, hast du das hergekriegt. Oh, schon mal ein Teil von dem Gebiet fertig. Vorwärts zum Sieg. Ach, schon mal da oben müssen wir ein paar Mobs umklopfen. Naja, das können wir eigentlich machen. Dann fliege ich quasi erst rüber, wenn. Ja. Wenn ich hier 81 bin. Können wir da, weil ich hier noch ein bisschen was basteln. Ich weiß nicht, ob du jetzt. Ich glaube, nachträglich kannst du sogar das auch noch kaufen, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher tatsächlich. Können wir da ein paar zusammenpullen? Ziehen wir die einfach zur Kanone hin. Ich weiß nicht, ob ich die alle brauche. Ich dachte, ich krieg hier ein bisschen mehr. Aber mit FCDs. Liefen wir mal ein bisschen rein. Also hier sind auf jeden Fall viele Mobs, ne? Wenn du einfach nur Mobs kloppen willst für EP, dann ist das, denke ich mal, hier. Oh, ich habe zu viele gepult, glaube ich. Bucket. Kill mich. Oh, dammit. Das war jetzt eine knappe Kiste. Das war eine knappe Kiste. Okay, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen vorsichtiger sein. Achso, die muss ich gar nicht killen hier, ne? Die Kanonen. Nee, das ist ja das Ticket für die BlizzCon, ne? Also, ich glaube, du kannst die BlizzCon, also das Ticket, auch nochmal ein bisschen danach kaufen. Aber wie lang, weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht geht's ja noch, da musst du mal gucken. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich hab's ja schon gekauft, oder? Mir wird das nicht mehr angezeigt. Vor allem, ich weiß, die alten BlizzCon-Codes, die konntest du auch noch kriegen, aber die waren dann halt meistens arschig teuer, ne? Da gab's so eine eigene BlizzCon-Seite. Ich weiß halt nicht, ob du da jetzt noch drauf kommst, ne? Musst mal ein bisschen auf der WoW-Seite suchen, ob du da was findest. Da hat's das eigentlich immer weiter verlinkt. Ich muss jetzt hier den Ding noch töten. Ach, warte mal, der ist bestimmt da drüben, oder? Schmiedemeister. Schauen wir da mal nach. Hier haben wir auch noch mal ein Kraut. Das können wir auch noch aufmachen. Gibt auch noch ein bisschen EP. Ah, 4200 EP kriegst du halt für so einen Dude, ne? Krass. Aber gut, ich bin halt noch erholt, ne? Das macht halt irre viel aus. Eigentlich solltest du am besten den Char immer nur dann leveln, wenn er erholt ist. Halt alle paar Wochen, vielleicht eine Stunde oder so. Dann kommst du echt um einige schneller hoch. Aber ich will den so langsam fertig kriegen, ne? Gut, ich habe den jetzt letzte Woche erst angefangen. Aber, ja. Den hätte ich schon ganz gerne jetzt mal auf 110 fürs Achievement, beziehungsweise dann vielleicht noch auf 120. Dann bin ich mit dem Leveln für die Expansion durch. Ist das der richtige? Ach, hä? Schmiedebestie. Ich brauche den. Ah, Sägeklinge, das ist er. Schau mal an. Den Mob brauche ich. Nee, nee. Ich habe mal geguckt, wie das ist. Also, du kannst ja maximal zwei Level quasi den Balken vollfüllen. Und du kriegst in der Woche etwa einen Balken voll. Also, wenn du das Maximum ausschöpfen willst, immer, dann kannst du 2 Wochen den Char liegen lassen. Tatsächlich. Also, das geht relativ langsam. Also, alle 2 Wochen so, am besten einmal einloggen, 2 Level machen. Oder es sind ja mehr als 2 Level, ne? Weil du ja nicht nur Sachen machst. Ah, fuck, jetzt haben wir die auch noch geaddet. Du machst ja nicht nur Sachen, die quasi EP-Mob sind, sondern du machst ja Quests und so, aber halt diese 2 Level EP-Bonus wegbasteln und dann wieder 2 Wochen. Virtuelles Ticket offline, okay. Kannst es aber auch nicht mehr kaufen. Ja, weiß ich nicht. Auf eBay gibt es halt immer noch so Codes und so. Weiß ich nicht, ob es halt davon auch was gibt. Müsstest du mal gucken. Hier liegt auch noch was rum. Gut, bis ich jetzt nach MOP gehe, ist mein Balken weg. Ne? Ich habe den jetzt eine Woche flacken lassen. Er hatte jetzt, oder fast eine Woche, es waren jetzt eher 6 Tage, hat jetzt fast ein Level hochgehabt, ne, aber das ist jetzt auch schon wieder gone quasi. Naja. Gut.
können wir schon mal abgeben. Haben sogar noch so einen Brief bekommen. Na gut, 6000, das ist jetzt auch nicht übertrieben viel tatsächlich. Besser als nix. Sie geht auf ein paar Sachen. Sie geht auf Mobkills zum Beispiel. Und worauf sie auch geht, ist so Kräuter und Bergbau, also Erze. Da funktioniert sie auch. Deswegen kriege ich jetzt hier für ein Kraut 4200 EP. Das ist halt schon krass, muss ich überlegen. Wenn da viele Kräuter liegen und ich jetzt von der Luft abbauen kann, gibt ja mit manchen Chars die Möglichkeit, dann kannst du halt schnell hochleveln, ne? 4200, ein Kraut, wenn da viele rumliegen, geht das halt echt schnell, ne? Erze halt auch nochmal so viel. Das ist dann halt schon nicht schlecht. Okay, jetzt muss ich hier so ein paar Kanonen umboxen. Ja gut, hier, jetzt fehlt da noch ein Heiler, ne, für die Instanz. Lang kann ich jetzt hier eh nicht mehr questen, dann kriegst du nämlich weniger EP. Aber, ja. Jetzt bin ich da so komisch reingebackt, habt ihr das gesehen? Ich versuche ja alles möglichst effizient zu machen. Und ich kann ihn ja als DK leveln. Und DKs sparen sich halt einfach mal 40 Level, ne? Warum soll ich mir nicht 40 Level sparen, wenn ich es machen kann? Weißt du, was ich meine? Na super, jetzt muss ich die andere Kanone auch noch machen. Jetzt werde ich die. Komm, die kann ich jetzt gleich ranziehen, die werde ich sowieso pullen. So, Kanonen haben wir. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen. Und ich habe ja genug Druids. Ist ja nicht so, ob ich unbedingt noch einen Druid brauchen würde. Ich habe 30 Druids auf 120. Also, ne? Und dann spiele ich mir halt den DK hoch. Wenn ich ein DH machen hätte können, dann hätte ich ein DH gemacht, weil dann spare ich mir noch mehr Level. Aber ja. Also ich level ganz gern, muss ich sagen. So ist nicht. Aber ich versuche es halt möglichst effizient zu machen. Ne? Und Chars habe ich genug. Also, das ist nicht der Stress. Warum hast du denn Druids seit 8.3? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Selbst zu spielen oder gegen die zu spielen? Das gibt es ja auch immer diese zwei Faktoren. Jetzt geben wir die Quest noch ab. Weil die wird weniger P bringen, wenn ich 81 bin. Deswegen. Ja, jetzt sind wir kurz vor 81. Also danach kann ich hier nicht weiter questen. Dann muss ich dann rüber nach Mist of Pandaria. Und dann habe ich auch hier fast keine. Oder nach der Instanz werde ich keine EP-Bonus mehr haben. Ich wollte eigentlich die Sachen aufklauben mit EP-Bonus, aber das wird ja wohl dann eher nix werden. Eher nix. So, was ist mit dem letzten DD? Kommt der noch? Oh nein! Warum muss ich denn immer so Pech haben? Also, die Instanz ist halt ein bisschen ätzend tatsächlich. Die ist nicht schwer, ne? Wisst ihr, was das Problem immer ist? Ich finde Instanzen ätzend, die andere Leute schwer finden. Warum ist das so? Weil die anderen Leute dann Sachen verkacken und ich dann länger brauche. Deswegen ist das halt dann immer ätzend. Weil hier, der Fahrstuhl, ne? Wenn irgendeiner irgendwo stirbt, dann wieder hochzukommen. Es gibt hier ja eigentlich einen Teleport. Das checken die Leute wieder nicht. Oh, und das ist so nervig. Oder oben bei den Mobs zu interrupten oder nicht in der Void-Fläche zu stehen. Das ist so eine Instanz. Hier kann halt, wenn du wenig Plan von der Ini hast, beziehungsweise allgemein vielleicht jetzt eher so ein bisschen struggles mit deinem Char, kann halt sehr viel schief gehen. Oder zum Beispiel, es gibt hier den Debuff, den die Mobs dir draufhauen, wo du ne, wo quasi Heilung absorbiert. Wenn der Heiler das nicht dispelt, dann ist das übelst Kacke für dich als Tank, weil du dann einfach keine Heilung mehr kriegst. Und das absorbiert halt sehr, sehr viel Heilung tatsächlich. Also das wegzuheilen macht halt tatsächlich keinen Sinn. Du musst es halt eigentlich dispeln. Und das Problem ist an der Stelle, die meisten Heiler haben Dispel nicht mal rausgezogen, jetzt hier im Level-Prozess. Deswegen mag ich die Ini nicht so, nicht weil sie schwer ist, sondern weil du halt hier manche Sachen sinnig spielen musst und das können halt Leute leider oftmals nicht. Das ist das gleiche mit Heldentum, ne? Also, bist in irgendeiner Ini, wo du levelst, gut, oft haben die Leute es noch nicht, weil sie zu low vom Level sind, klar, aber auch oft auf dem Max-Level, dass du hast drei Leute, die HT ziehen können in der Gruppe, keiner zieht HT, ne? Zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, hier, das ist der Debuff, auf den er dispeln muss, ne? Macht er das? Nee, macht er nicht. Siehst du? Das sind so Leute, ich krieg halt keine Heilung, während der Debuff drauf ist. Ja, gut, ich sag mal so, das hat mich jetzt hier nicht umgebracht, aber wäre halt easier, wenn es gedispelt wird. Wenn du einen Big Pull machst, ne? Und so einen Mob da mit da drin hast und du
8 Sekunden keine Heilung bekommst, macht es halt tatsächlich schon was aus, ne? Deswegen, aber das dachte ich mir schon, ne? Dass er nicht das Bild, dass er das wahrscheinlich gar nicht in der Leiste hat, weiß gar nicht, was ein Display ist. Deswegen gibt es so ein paar Inis, die ich tatsächlich nicht mag, obwohl sie eigentlich nicht schwer wären. Hier ist das Gleiche, hier gibt es relativ viele Mobs, die Heilung casten, ne? Und die heilen tatsächlich für einen relativ großen Betrag. Und wenn du die nicht interruptest, dann, oder stunst oder halt irgendwie am Heilen hinderst, dann klopfst du da ziemlich lang drauf rum oder stirbst halt sogar, ne? Also hier kannst du auch mal leicht wipen. Und ich mache ja eigentlich immer relativ große Pulls. Aber mittlerweile habe ich mir das bei so Random-Gruppen abgewöhnt, weil, klar. Theoretisch, wenn du einen großen Pull machst, bist du schneller durch. Aber wenn du halt eine gammelige Gruppe hast, die das halt auch nicht checkt mit Interrupten oder die halt einfach keinen Schaden machen oder so, dann bringt dir das alles nichts. Dann braucht es eher länger, wenn du einen großen Pull machst. So, deswegen werde ich jetzt nur die zwei zusammenpullen, weil ich dann nur einen Heiler habe und den kann ich controllen. Normalerweise pulle ich die hier alle hier hin. Ich schaue jetzt einfach mal. Okay, interruptet keiner. Jetzt interrupte ich mal. Ja, siehst du, war schon eine gute Entscheidung. Mit drei Heilern, wenn die nicht interrupted werden, die ziehen dir alle Mobs instant wieder hoch, da machst du nix. Wir haben einen fucking TK dabei, der genauso gut interrupten kann wie ich. Wir haben den Priest, der kann auch interrupten. Und der Shami, ich weiß gar nicht, ob ein Ele. Doch, ein Ele müsste eigentlich auch interrupten können. Die haben ja auch, also er hat ja auch einen Stun-Totem, der TK hat auch einen Stun. Er kann ja auch grappen zum Beispiel. Mit einem Grab kannst du ja auch interrupten. Was ich jetzt zum Beispiel vorher auch nicht genutzt habe. Den interrupte ich jetzt mal. Den stunnen wir. Rappen wir. Und jetzt habe ich nichts mehr zum Interrupten. Siehst du, die sind ja schon die zwei, die sich jetzt die ganze Zeit wieder hochziehen. Ich habe jetzt halt nichts mehr zum Interrupten. Genau das meine ich halt, ne? Wenn wir jetzt da noch einen dritten Heiler gehabt hätten und die ganzen Mobs. Dann könnte es knapp werden. An der Invasion meinst du? Warum das denn? Ach so, die Sachen von oben. Aber das kannst du theoretisch auch. Du musst dir bloß dieses Schmiede-Item holen. Oder obwohl, das geht, glaube ich, nur in Kul'Tiras. Wahrscheinlich geht das da gar nicht in Invasion, oder? Schau, ich lieb Druid, weil ich das alles von oben weg schnabulieren kann, ohne dass mir das quasi ich abmounten muss. Das ist ganz praktisch. Vor allem auch im Warmode. Ja, das stimmt, das ging nur in Kul'Tiras, ne? Das geht da nicht. Das ist natürlich blöd. Gut, wenn man Druid als Main ist. Das ist dann auf jeden Fall top. So, die kleinen Viecher, die kommen da gleich nochmal. Schauen wir mal, ob das ein Fehler war. Jetzt haben wir nämlich hier. Muss mich heilen hier. Wahrscheinlich war das ein Fehler, ich sag's euch. Jetzt habe ich den Heal-Debuff drauf. Und die ganzen Dots. Ich habe jetzt schon mal alle CDs ge. Warte mal, ist er jetzt an der Void gestorben? Oh nein, der Heiler ist in der Void stehen geblieben, ist einfach gerippt. Ich habe halt nichts mehr, habe alle CDs jetzt schon gezogen. Der Heiler ist da hinten in der Void stehen geblieben und einfach totgetickt. Ja, das ist das, was ich meinte. Er ist halt einfach in so einer grünen Zone stehen geblieben und ist einfach totgetickt. Du musst eigentlich. Kannst du nur die Gruppen pullen, die du auch ganz easy alleine schaffen willst, auch wenn alle anderen komplett failen, weil so ist es halt teilweise. Deswegen mag ich das hier nicht. Weißt du, komm, diese Void, die ist ja jetzt nicht wirklich. Die sieht man jetzt nicht wirklich schlecht. Ja, hast du gesehen, der Junge ist schon wieder. Jetzt ist er dann nach 2, 3 Sekunden mal rausgelaufen. Hier, nächste Void, willst du rauslaufen? Ah, vielleicht ist noch das Ding dispeln? Ne, will er nicht. Dispel ist nicht sein Freund, ich sag's dir. Schau, die kompletten Hots von ihm, ne, er hat alle Hots auf mir, laufen alle ins Leere. Bringt überhaupt nichts. Das Ding absorbiert ziemlich viel. Siehst du das? Tick einfach runter, obwohl er alle Hots drauf hat. Also das gegenzuheilen macht echt keinen Sinn. Aber, weiß ich nicht. Vor allem, was ich halt auch nicht verstehe.
was ich halt auch nicht verstehe, ist, dass er nicht einfach sieht, dass er es dispeln kann. Ja, ich hab hier ein B-Reds, aber ich war halt eh schon zu low, also das hätte auch nichts gebracht, ich wäre trotzdem gestorben. Hab den leider halt auch nicht gebindet. Wenn ich ihn sofort da hinten gekriegt hätte, dann wäre es vielleicht noch ausgegangen. Aber deswegen habe ich so ein bisschen Hass auf die Ini, weil sowas relativ tief oft hier passiert. Sobald du mal, also du kannst eigentlich easy zwei Packs oder drei sogar machen, ne? Das ist so krass sind die nicht. Aber du musst halt dann tatsächlich so ein bisschen die Fähigkeiten auscountern und kannst halt einfach nicht nur platt draufhauen. Frag mich halt, wie man den Heiler spielen kann und aber dann komplett den Dispel ignorieren. Ah, das Ding wird auch kein anderer kicken. Muss ich den Schock selber machen? Zum Beispiel hier. Ich wette was, irgendeiner wird durch die Void Zone verrecken. Weil die haut auch richtig Schaden raus, ne? Also da kriegst du echt auf den Latz. Und hier durch diesen Schock kriegst du auch richtig auf den Latz. Oh, es hat jemand anderer interrupted. Also wir haben einen, der noch einen Interrupt-Knopf hat. Na, schau mal, da hat einer schon ziemlich viel Damage gekriegt. Na super. Was ist er denn gestorben? Pilzsporn. Ein zufälliges Gegner. Ja gut, der war schon low wegen dem einen Ding. Okay, den könnte ich jetzt theoretisch retzen. Was ist denn unser Schaden eigentlich? Ich glaube, ich retze den einen mal. Muss bloß den hier wegdrehen. Er nimmt den. Ah, okay, jetzt hat er den Retz angenommen. Weil der klieft so ein bisschen, der Große. Ach, schau mal, hier kommen diese Tornados gar nicht. Normalerweise hast du so, so Tornados, aber ich glaube, das ist dann anscheinend bloß im HC der Fall. Ah ja, wir brauchen halt schon so ewig, um das Set zu killen. Der hat den Cast schon fast durchgecastet, ne? Ich frage mich, ob er dann einfach aufhört und die Ads trotzdem noch da sind. Jetzt kommt HT. Das hätte ich mir jetzt lieber für den anderen aufgehoben. Und Shadow? Aber er steht, glaube ich, kurz da, kurz daneben. Muss nicht im Cleave stehen hier. Der haut nämlich echt gar nicht so schlecht raus, der große Dude. Weil hier ist ja eigentlich ja immer noch so Tornados, die nach außen fliegen, dich wegtragen und auch relativ viel Schaden machen. Aber anscheinend ist das nur im Time Walker bzw. im HC der Fall, ne? Ich muss, glaube ich, den einen Zusatzboss machen für die Quest tatsächlich. Also normalerweise lasse ich den unten immer aus. Weil der halt auch ein bisschen nervig ist. Ah, okay, der Shadow hat hier auch das Ding mitgenommen. Wunderbar. Den haben wir schon mal. Zumindest habe ich hier eine Quest für. Wo müssen wir denn hin? Hier hinten müssen wir raus. Mal gucken. Wenn ich das nächste Mal Skill mit 90 und Fähigkeiten. Kriege ich auch keine mehr. Also ich habe tatsächlich alle Fähigkeiten, die ich kriegen kann. So, der schaut noch Video. Schauen wir mal, ob wir den ganzen Raum zu wollen. Ach, ich muss meinen Trank wieder nehmen. Sehe ich gerade. Dafür haben wir ihn ja. Mal schauen, wie viel wir von dem Raum brauchen. Versucht jetzt mal möglichst nah nebeneinander zu stacken. Okay, da ist der DK schon mal tot.
Der Typ hat aber auch kein Glück, ne? Aber das war, glaube ich, nicht seine Schuld, sondern die vom Heiler. Also der Heiler hätte ihn einfach ausheilen müssen. Der wurde da gerade so zerquetscht. Jetzt haben wir halt weniger Damage. Ja, da kommt das Quetschen. Da kannst du dir ein Death-CD ziehen oder halt der Heiler zieht sich halt gut hoch. Ich bin ein bisschen spät losgelaufen, deswegen lieber Anti-Magic-Shell gezogen. Ja, okay, es reicht. Ich habe hier schon Kämpfe gehabt, da war der ganze Raum mit der Void Zone belegt, ne? Also. Ah, schau mal, anders habe ich sogar noch gebraucht für Transmog den Rücken. Ah, okay, nee, es war bloß eins von den Unterteilen. Hier sind ziemlich viele gleich, ne? Vom Aussehen her. So, jetzt müssen wir aber halt rechts den Mob auch noch machen. Früher gab es da immer nur extra EP, wenn du den gemacht hast, aber. Mittlerweile. Gut, oder ich scheiß auf die Quest, weil die Gruppe ist halt tatsächlich echt nicht so geil. Und da drüben, das ist halt echt immer ein bisschen ätzend. Komm, lass es machen. Ich werde es zwar bereuen, aber lass es mal probieren. Weil der Trash hier rüber, der haut richtig raus, ne? Das zum einen. Und der Boss ist ein bisschen ätzend tatsächlich. Weil der übernimmt Leute und so. Also ich bin da auch schon mit einer Gruppe ewig rumgevibed an dem Boss. Eigentlich wäre es wahrscheinlich besser, es einfach auszulassen, aber. Ja, super. Schau, er checkt halt nicht, dass er sich runterporten kann. Jetzt ist er da mit dem Aufzug am Fahren. Ich hasse diese Innie. Du musst doch blicken, wenn alle anderen sich geportet haben. Ja, scheiß drauf. Jetzt probieren wir es halt einfach. Ich habe jetzt keinen Bock, hier ewig rumzustehen. Musst doch checken, wenn alle anderen mit sich runterporten, dass ich mich auch irgendwo porten kann. Na gut, ich bin Level up. DK ist halt auch so ein Gammler. Seht ihr? Genau deswegen habe ich gesagt, dass ich diese Instanz hasse. Jedes Mal das Gleiche hier. Mache ich mal meine ganzen CDs dafür raus. Hier musste eigentlich vom Boss weglaufen. Sind denn die? Sind die immer noch auf dem Aufzug? Oh Mann. Da habe ich halt leider nicht mehr viel, was ich ziehen kann. Anti-Magic Shell. Ich glaube, es ist Melee-Schaden, aber wir ziehen einfach mal Anti-Magic Shell, ne? Müssen sie halt hier mal was töten. Frag mich halt, ne? Eigentlich müsste der Heiler mir ja als Tank nachlaufen. Den müsst ihr doch gesehen haben, dass ich auf das Ding geklickt habe. Weil das, also so 1, 2 Minuten hat es jetzt schon gedauert, bis wir mit dem Aufzug wieder unten waren. Aber ja. Da hinten sind halt nochmal zwei von denen, ne? Also die hauen halt recht gut rein. Wenn du hier stehen bleibst, an dem Hammer-Ding, kriegst du halt einen Haufen Melee-Schaden. Das Tank geht's, aber als Stoffe oder so kriegst du halt echt von Latz. Und zwar nicht allzu schlecht. So. Ja, jetzt haben wir keinen Erholt-Boost mehr quasi. Schade auch. Ach nee, es ist noch ein so ein Pack und dann sind die zwei großen, ne? Also die hauen rein tatsächlich. Ich bin ja mal gespannt, was dann gleich hier beim Dings gehen wird. Bei dem Boss. Ob das Loft mit dem übernehmen. Weil der musste immer den Spieler freiklopfen, sonst kriegst du richtig Damage. Besten Fokus nehmen wir einen. Da beide mit dem Hämmern durchziehen, das haut schon rein. Aber der Heiler hat zumindest nur Mana. Sieht ganz gut aus. Und hier muss er auch nichts mehr dispeln, also von dem her passt das. Ja.
Da bin ich jetzt echt gespannt, ne, ob der Boss was wird. Was gibt's denn? Was haben wir denn? Dieser DK, der macht halt überhaupt keinen. Ist der AFK? Das kann doch nicht sein. Ich mach 13k DPS. Der. Dann komme ich 10, 10. Also ich bin bei 13, 12. Warte mal, das ist noch von vorherigen Kampf, oder? Aktueller Kampf. Ja, das kann aber auch nicht sein. Ah, jetzt verändern sich die Zahlen. So macht. Also eigentlich müssten die hier wesentlich mehr als ich als Tank machen. Oh, der Shadow. Es zieht sich halt irgendwie gefühlt alles so lang. Ah, okay, das ist irgendein kompletter Anfänger, der kein Account Gear hat. Der Typ. Dem DK. Der hat zumindest Account Gear. Also der müsste eigentlich schon mal zumindest ein bisschen was gemacht. Ja, mal schauen. Sepp, hey, grüß dich. Ach, so olala, würde ich mal sagen. Ja, die müssen aus dem Breath raus. Ach. Ja, ich hätte gar nicht zu dem Boss gehen sollen. Der ist halt relativ ätzend. Ich weiß gar nicht, wen ich von den Pappenheimern man retzen soll. Ich habe halt Retzen noch auf Cooldown. Naja, ich bin halt jetzt hier in eine ätzende Inni gekommen, ne? Und zusätzlich habe ich halt auch noch Pflunzen als Groupmates. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern halt so richtige Gimbels. Das ist halt die Entscheidung zwischen Pest und Cholera, ne? Das sind halt beide Kacke. Schön mal den Hex Instant gekickt. Oh mal. Sind halt gleich am Anfang zwei weggehauen worden. Was ich vom Thema Corona halte. Naja, was sollst du groß davon halten, ne? Schränkt einen halt ein bisschen ein, aber sind halt Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um halt einen Teil von der Bevölkerung zu schützen, die da halt, ne, nicht so gut aufgestellt sind. Okay, da müssen wir raus. Ja. Wird sich auch wieder legen. Früher oder später. Das einzige Ätzende ist, ich krieg nicht frei, ne? Viele Leute kriegen ja frei oder Homeoffice oder irgendwas. Und ich muss leider trotzdem arbeiten. Hilft alles nichts. Was macht der DK eigentlich? Achso, der ist da außenrum spazieren gegangen. Dachte sich, er hat sich vorher auf den Sack gekriegt. Ach, jetzt habe ich gerade die Tentakel-Dinger geschmissen. Aber vielleicht. Er hier, ne? Ja, schon so ein bisschen. Macht schon so ein bisschen die Weltreise. So an die Grenze, okay. Aber inwiefern an die Grenze? Grenzkontrollen? Ist das jetzt schon, so ein Ding quasi? Jetzt müssen wir den Typen umhauen. Also, ne, ich hab's vorher gesagt, aber es war es null wert, diesen Boss zu machen. Ich glaube, die Trash-Mobs und jetzt hierher, das hat jetzt bestimmt 5, wenn nicht sogar 10 Minuten gekostet. Na gut, ganz 10 Minuten waren es nicht. Für eine gammelige Quest, die 20 KP bringt. Die Leute machen halt so unterirdisch Damage, das ist halt echt. halber Raid-Encounter hier. Ich bleib jetzt da drin stehen. Killt ihn einfach nur. 3 KP. Boah, das hat sich richtig rentiert. Ich sag's euch. Uiuiui, aber das Transmog-Item hatte ich noch nicht, ne? Also hier für den Plattenschar hat sich's rentiert. Da haben wir's. Das Quest-Item. So, dann würde ich sagen. Ausweiskontrolle und Fieber messen. Okay. Ja, gut. Kommst du aus Österreich oder ist das in Deutschland quasi jetzt auch schon angesagt?
dass sie da Kontrollen machen, weil ich habe gehört, Österreich macht da ja komplett Kontrollen und glaube ich Polen jetzt auch und so fast alle Länder außenrum, ne? Um Deutschland. Gut. Nein, Junge, nicht davorlaufen. Der Typ ist so lost, ne? Rest muss ihn halt nur abgeben, das darf ich nicht vergessen. Ah ja, okay, aus Österreich. Ja, weil in Deutschland habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass es Grenzkontrollen geben soll. So, normalerweise ziehe ich die hier auch zusammen, aber die casten hier so na eh shit, wenn sie groß werden. Und da der Heiler halt eh schon ein bisschen überfordert ist, machen wir hier nur mal, machen wir lieber mal langsam. Weil ich glaube, wenn ich hier die vier Mobs zusammenpull, ne, das kriegt er nicht hin. Bin mir relativ sicher, dass wir dann wipen werden. Ich habe keinen Bock nochmal zu sterben. Aber mit dem queue ich auch nicht nochmal, ne? Ich gehe aus der Gruppe raus und gut ist. Und dann schaue ich, dass ich in eine andere Gruppe reinkomme, wo wir vielleicht nicht so rumstruggeln. Ob ich einen Tipp für dich habe? Naja, also ist halt. Also kommt halt drauf an, was du für ein Item-Level im Moment hast, ne? So. Der hat jetzt halt bei dem, ne, bei dem einen Mob war es halt jetzt schon teilweise. Komm, ich zieh jetzt hier CDs. Ich habe die Vermutung, dass der Heiler da Probleme kriegen wird. Kommt halt einfach hier vor. Da hinten spawnen die ganze Zeit weiter diese komischen kleinen Viecher, wenn du da hinten stehst. Ich habe da so die Vermutung, dass wir hier Probleme kriegen werden. Schmeiß mal Anti-Magic. Ja, da ist schon der Shadow down. Man hätte ja auch mal Dispersion drücken können oder sowas, ne? Wenn man so auf 20% ist, könnte man machen. Aber, ne, macht keinen Schaden, deswegen. Nee, Dispersion. Nicht so der Zauber, auf den man geht. Lässt man sich lieber retzen dann. 4,44 bist du. Naja, also ich würde dir mal, also du kriegst ja über verschiedene Quellen den Loot. Ich schätze mal, du hast keinen festen Raid, ne? Würde ich am besten dir raten, Mythic Plus. Die Visions kannst du ja auch, wenn du 5 Masken run machst, kriegst du ja 4,70er Gear. Mittlerweile geht das ja relativ easy, ne? So, jetzt müssen alle rein. Dann können wir den anquatschen. Mittlerweile mit dem Cloak auf 70% weniger Sanity, die du verlierst. Ist das schon ziemlich einfach, muss ich sagen. Jetzt nächste Woche kommt ja dann nochmal ein Ding hoch. Dann haben wir den 15er Umhang, ne? Und ja, dann gibt es 75 sind es dann, glaube ich. Also, da dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Dann kannst du eigentlich ziemlich gechillt auch durch die Vision durch. Weißt du, du musst keine riesen Pulls machen oder irgendwas. Ich mache es ja mittlerweile schon so, dass ich bestimmt 10 Minuten der Zeit nur rumlaufe und diese Kristalle und Kisten suche und Tränke und so. Also, ich glaube, letztens war ich fast 40 Minuten in der Vision drin. Du kannst die Vision halt in 20 Minuten durchboxen, ne, wenn du schnell machst. Ich glaube, wenn du richtig durchspeedest, kommst du wahrscheinlich sogar in, weiß ich nicht, in 10 Minuten kannst du wahrscheinlich durchkommen, wenn du die Trash-Mobs auch skippst mit diesem Stealth-Food oder so, den Dings hast. Aber ich nimm natürlich alles mit. Echt, 14 ist schon 75%? Oh, ich hab gar nicht geguckt, tatsächlich. Ja. Aber ich weiß, ich mache ja die Visions, dass ich möglichst viele Münzen kriege. Und wenn du wirklich alles mitnimmst, also alle Trash-Mobs, alle Kisten, die ganzen Kristalle, dann kommst du halt auf 5000 von den Abzeichen. Und wenn du dann 5, 6 die Woche kriegst, ne, von den Dingern immer alles mitnimmst, dann hast du halt einfach 25, 30.000. Also da geht was. Gibt's doch schon. Ne, den Umhang auf 15 gibt's noch nicht. Der kommt erst nächste Woche. Aber es kann sein, dass schon 75% drauf sind. Da bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht so im Bilde, muss ich gestehen. Da habe ich jetzt nicht mehr geguckt. Na, hier wird er mir gepostet. Ja, stimmt. 14 ist 75%. Aber dann geht er ja gar nicht mehr hoch, oder?
Also dann mehr als 75% geht, glaube ich, gar nicht, wenn ich jetzt recht informiert bin. Aber das haben die so oft geändert, ne? Auf dem PTR war es dann auch nochmal ein bisschen anders. Aber ich meine, mehr als 75% gibt es nicht. Ja, das Catch-up-Mechanik, das ist ja dann nochmal was anderes. Müssen wir dann gleich den Buff kriegen. Jetzt können wir hier auf ihn durchziehen. Ah, den treffe ich halt blöderweise nicht. Das tickt halt auch immer weiter hoch, ne? Irgendwann wird es dann kritisch. So, jetzt ist der Vulpera auch groß. Haben wir jetzt eine EP gekriegt? Naja, gut, nicht so viel tatsächlich. So, Kiste noch und dann geben wir die Quest noch ab. Das habe ich nicht vergessen. Gut. Ja, ab nächste Woche kriegst du ja auch dann immer Corruption Gear aus den Visions. Zumindest hat das Blizzard geschrieben. Da müssen wir mal gucken. Okay. Dann geben wir das ab. Dann haben wir tatsächlich auch schon wieder eine Stunde rum. Ah, 2,5 Level haben wir geschafft. Geht tatsächlich besser. Wir sind im Kampf. Okay, mit was sind wir im Kampf? Gehen wir einfach raus aus der Gruppe. So, Stunde ist rum. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.